Version 0.23.3. Release Candidate. Soll das etwa heißen, dass das der letzte Patch vom Release ist? Release Candidate. Tja, ich habe das mal bei Wiki reingehackt und Wiki sagt, ein Release Candidate in Klammern, kurz RC aus dem Englischen, Freigabekandidat, gelegentlich auch als Pre-Release bezeichnet, ist eine Testversion einer Software. Darin sind alle Funktionen, die die endgültige Version der Software enthalten soll. Bla 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 bla, bis dahin bekannte Fehler behoben und so weiter und so weiter. Kann jeder selbst nachlesen. Seit wenigen Tagen steht da unten in der Ecke, dass das jetzt quasi die endgültige Version des Ganzen wird, dass das die Version wird, mit der wir starten. Ist das so? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es hat sich noch einmal etwas ganz Grundlegendes geändert. Ich bin jetzt hier gerade am Startgewässer. Das ist ja jetzt schon seit längerem bekannt. Das hat sich ja auch nochmal verschoben vom Briesener See in Deutschland zum Belarus. Und hier am Belarus sehen wir einfach nur für Level 1 bis 100. Jetzt geht's aber los. Jetzt hat sich tatsächlich noch einiges verändert. Und ja, das macht das Ganze überlegen, wie man denn am schnellsten und am besten startet. In den letzten Videos macht das dann alles quasi wieder hinfällig. Denn mit diesen Levelvorgaben müssen wir echt hart neu überlegen, wie wir am Anfang angeln, wie viel Zeit man an den Gewässern verbringt. Tja, und mit welcher Angelmethode es am effektivsten sein wird, hier vorwärts zu kommen und Gas zu geben. Wir starten, wie gesagt, hier am Belarus, an dem Tümpel. Und tja, ich glaube, hier startet man immer noch ganz effektiv mit der Stippe. Aber wenn man sich dann anschaut, wo es als nächstes hingeht, es ist dann immer noch hier dann als nächstes Gewässer der Briesener See für Level 6. Dann ab Level 8 nach Russland der Fluss Pra. Dann in die Ukraine mit Level 12. Dann geht es rüber ab Level 16 nach Frankreich. Wobei das schon haarig wird. Ich meine, Level 16 Frankreich, wenn man bis dahin schon ein paar Grundrouten hat, mit denen man sehr gut Karpfen rausziehen kann, durchaus möglich. Und ab 20 dann erst ganz nach oben, nach Finnland, Koglu Lake. Und ab 25, ich stand vor kurzem noch da, nachdem ich einmal gereist bin, jetzt komme ich gerade nicht mehr hin, ich bin Level 21. Ab 25 dann erst nach Italien. Tja, dahin geht die Reise. Trotz allem wieder die Frage. Und ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie und wie am besten. Womit, mit welcher Angelmethode startet man am besten? Und das Ganze hängt auch noch maßgeblich davon ab, von dem Shop in den einzelnen Regionen. Welche Angelmethoden kann man hier überhaupt kaufen?
Das liegt ja auch, das ist ja auch nochmal ganz gravierend, ganz wichtig. Man kann zum Beispiel am Pra war das, genau. Da könnte man zum Beispiel auch schon die Fliegenroute kaufen. Mit Level 8, theoretisch. Kostet allerdings 450 für die Route. Ich glaube 450 für die Rolle. Und knapp 400 oder 400 noch was für die Schnur. So viel Kohle hat man noch gar nicht zusammen. Und dann ist das nur die Basisvariante des Fliegenfischens, also die leichte Route mit ungefähr 5 Kilo Tragfähigkeit. Und dafür hat das Fliegenfischen einen ziemlich hohen Verschleiß. Macht, glaube ich, gar nicht so wirklich viel Sinn. Ich hader noch und überlege. Ich würde sagen, warten wir es nochmal ein wenig ab, ob sich nochmal ein bisschen was verändert. Ob sich die Shops verändern oder gucken wir einfach mal, vielleicht ist es in den nächsten Tagen, ein, zwei Wochen, vielleicht ist es dann schon auf dem Markt. Auf Steam konnte man noch nicht sehen, dass das jetzt quasi Pre-Release ist. Schauen wir mal, wir haben jetzt gerade Sonntagabend, vielleicht ist ja jetzt für den Anfang der nächsten Woche schon ein bisschen was geplant. Vielleicht sehen wir da was Neues. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es rauskommt, das Game. Wenn es soweit ist, seht ihr natürlich auch hier neue Videos dazu und im Livestream natürlich auch die Live-Übertragung. Dann wird erstmal Gas gegeben hier in dem Game. Und ich würde sagen, wir suchen zusammen am besten auch die beste Methode, wie man hier in dem Game richtig erfolgreich und schnell vorwärts kommt. Bis dahin, das war nur ein ganz kurzer Einblick in die letzten News. Warten wir einfach auf die Early Access, auf den Start. Ich bin gespannt. Tschüss.